Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Dom Solokron. Es geht mal wieder um X-Wing. Es tut mir leid, das beschäftigt mich zurzeit ziemlich. Zum Glück habe ich ja jetzt noch Cinedom und Readme im Programm. Ich hoffe, dass ich dadurch für genug Abwechslung sorge und ich werde natürlich auch in Holocron auch immer mal wieder andere Themen bringen. Aber momentan ist es halt gerade so eine Sache, die mir Spaß macht und deswegen, ich habe mir hier ein E-Wing zugelegt und da wollte ich jetzt mal wieder gemeinsam mit euch schauen, was da so drin ist. Hallöle, da bin ich wieder und der E-Wing ist ausgepackt. Da ist das gute Stück. Ich werde versuchen, ihn diesmal nicht runterzuschmeißen. Warum ein E-Wing? Weil irgendwie sieht es aus wie ein E. So rum, so rum, so rum, so rum, so rum. Also irgendwie sieht es aus wie ein E, vielleicht. Irgendwie, ja. Ist jetzt kein Schiff, das in den Filmen vorkommt, sondern im erweiterten Universum. Aber als echter Star Wars-Fan, was soll's, sage ich da nur. Ja. Was ist mit drin? Einmal wieder die Manöverübersicht natürlich. Man sieht jetzt hier auch schon, dass der E-Wing relativ wendig ist und relativ schnell geradeaus fliegen kann. Und wen haben wir da als Piloten? Einmal Corran Horn, der schon durchaus bekannt ist aus dem erweiterten Universum. Dann haben wir Ethan Buff. Sagt mir jetzt, ne, Ethan Abbath, da lest es selber, kenne ich jetzt persönlich nicht. Dann haben wir hier einen Piloten der Schwarzmondstaffel und einen Pilot der Schurkenstaffel. Schurken, wie gemein. Dann haben wir hier eine Regelkarte für Schub. Kennen wir ja schon oder kenne ich ja schon jetzt von den TIE Fightern zum Teil. Das ist jetzt nichts Neues für mich. Dann, was haben wir hier noch drin? Flechette-Torpedos. Ja, gibt's hier Fassungsbar. Genau. Dann natürlich, der Rebellenabschaum hat auch immer Astromech-Droiden. Ja. Weil sie so schlecht fliegen und immer wieder abgeschossen werden, ja, brauchen sie halt so einen blöden Droiden, der sie repariert. So, dann nochmal einen Droiden. Dann eine Karte ausmanövrieren. Ausmanövrieren. Sobald du ein Schiff innerhalb deines Feuerwinkels angreifst und selbst nicht im Feuerwinkel dieses Schiffes bist, wird seine Wendigkeit um 1 reduziert. Verbesserte Sensoren haben wir hier noch. Verbesserte Sensoren. Dazu bräuchte meine Kamera auch, damit sie es mal scharf stellt. Was soll's? Seht ihr halt mich scharf. Gibt Schlimmeres. Und was haben wir noch mit drin? Natürlich wieder obligatorisch. Marker, die Basis für die Schiffe mit den Piloten nochmal drauf. Dann das Manöverrad und nochmal ein paar weitere Marker. Mehr steckt da jetzt nicht drin, aber war okay. Der Preis für den E-Wing, der war ziemlich günstig, muss ich sagen. Also da muss ich sagen, kriegt man schon was für sein Geld. Bin zufrieden mit dem Paket und ich hoffe, ihr wart zufrieden mit dem Video. Bis nächstes Mal. Macht's gut. Ciao.